Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten eine interessante Aufgabe, und zwar zur Spannungsstabilisierung mit der Z-Diode. Ja, hier habe ich eine einfache 10er-Diodenschaltung mit Spannungsstabilisierungen hier hingeskizziert. Ich habe hier eine 9-Volt-Quelle, hier einen Vorwiderstand, hier die Z-Diode und hier einen Lastwiderstand. Ja, dann habe ich hier noch Knickspannung 5 Volt, dann habe ich hier IZ-Min, also der Arbeitsbereich, minimal 20 mA, maximal 100 mA, danach brennt die Kiste durch. Und einen differenziellen Widerstand hier von 10. Ömer, so, jetzt schalten wir noch die Lampe ein. Bing, dann haben wir weniger Schatten. Klasse. Gut, und jetzt hier erste Aufgabe. Diese Diode hier zu skizzieren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Was brauchen wir dazu? Ganz einfach hier ein Koordinatensystem. Hier die Spannung, hier den Strom. Ja, jetzt würde man natürlich hier zu skizzieren beginnen. Ja, bei einer Diode grundsätzlich wichtig. Einen Fehler haben wir nur drin. Es ist eine Z-Diode, sprich die baut man andersrum ein. Und eine Z-Diode betrachtet man sozusagen im Sperrbereich. Sperrbereich ist nicht der erste Quadrant, sondern hier der dritte Quadrant. Bedeutet konkret, wir müssen hier zeilen. Ja, wie zeilen wir jetzt hier das? Es funktioniert genauso wie eine ganz normale Diode. Wir haben hier eine Diffusionsspannung, Knickspannung, wie man es nennen will, von 5 Volt. Bedeutet, wir gehen hier rüber bis 5 Volt. Und jetzt hier haben wir ein RZ, also einen Widerstand, differenziellen Widerstand. Da können wir einfach die Formel hier hinschreiben. I ist gleich U durch R. Und in diesem Fall ist unser R unser UZ. Und jetzt machen wir noch ein Delta I draus und ein Delta U. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben hier einen Spannungsversatz von 1 Volt. Sprich hier auf 6 Volt. Das ist hier 1 Volt. Das bedeutet, wir haben hier 1 Volt durch 10 Ohm macht 0,1 Ampere. Bedeutet, wir sind hier bei, dann kann man mit Wessel zeilen, hier haben wir 100 mA. Wenn wir jetzt hier auf 7 Volt gingen, dann hätten wir hier 2 Volt Versatz durch 10 Ohm macht 0,2 Ampere, sind wir dann hier bei 200 mA. So, sup, hier haben wir den Punkt, hier haben wir den Punkt, Strich durch, fertig Leute, fertig, ja. Das war die erste Aufgabe mit dem Skizzieren. Relativ easy, würde ich sagen. Und ja, das wird hier, kann ich euch gleich was sagen, ein Mehrteiler. Also gibt mehrere Teile hiervon. Und im nächsten Teil werden wir hier den Vorwiderstand dimensionieren. Und zwar mit einer Verlustleistung, was die Diode hier maximal aushalten soll. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Daumen nach hoch. Hier oben abonnieren. Weiteres Video, weiter Videos. Euer Alexander im Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.